Aber viel Spaß, wurde schon verraten. Sie sind auch seit 1998 im Deutschen Bundestag, aber jetzt will ich doch die Frage mehr auf die Gegenwart richten. Gerade hat der A&S-Ausschuss seine Empfehlung abgegeben zu diesem kleinen Gut-Reparatur- oder Verbesserungsgesetzentwurf, wo ja so ein bisschen Bürokratieprobleme abgeschliffen, abgebaut werden sollen. Das ist sicherlich nicht eine große Reform, aber wenn man die Stellungnahme der CDU-CSU Abgeordneten im Ausschuss liest, dann liest sich das so, na, damit haben wir eigentlich alle Probleme bewältigt. An dem BOT-Papier müssen wir, also im Gesetz müssen wir eigentlich nichts mehr machen in der Zukunft. Oder denken Sie vielleicht doch, dass man in der Zukunft da doch nochmal grundlegend daran müsste? Also zunächst einmal muss man festhalten, dass wir keine verlässlichen Daten haben. Sie haben ja, Schneider, ich habe es leider nicht gehört, aber gelesen, ja eine eigene Studie veröffentlicht, aber dazu muss man wissen, dass sie 180 Einrichtungen in 130 Kommunen von über 12.000 begutachtet haben. Das ist für mich nicht repräsentativ. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wie wir hier an den Tischen stehen, dass wir den Kindern helfen wollen. Unbürokratisch und schön und zum Wohle der Kinder. Und das lasse ich mir auch nicht absprechen, auch wenn ich manche Kritik einstecken muss, die ich aber auch gleich widerlegen werde. Das wollen wir alle. Und bevor wir jetzt wieder was machen, und ich sage es nochmal jetzt hier an dieser Stelle, die Reformen sind nicht von uns auf den Weg gebracht worden. Wir haben sie damals mitgetragen. Aber alle, wie wir hier am Tisch stehen, hat keiner damals gesagt, wie sieht das mit den Kindern aus. Und dann kam das Verfassungsgerichtsurteil und dann haben wir uns auf das Bildungs- und Teilhabegesetz verständigt mit den Ländern. Und deshalb nochmal, Sie hatten gesagt, ein Rechtsanspruch ist wichtig. Das, was wir jetzt haben, ist ein Rechtsanspruch. Es ist ein individueller Rechtsanspruch, aber im Fürsorgesystem. Und wenn Sie sagen, den müssen wir jetzt nicht im SGB II haben, oder im SGB XII, sondern im SGB VIII, dann müssen wir die Länder mitnehmen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir das ins SGB VIII packen, dann ist auch für die Finanzierung die Landesseite zuständig. Ich persönlich kann mich da gut mit anfreunden, obwohl ich die kritischen Momente, die Frau Deliges angesprochen hat, genauso sehe. Da müssen Veränderungen kommen. Aber wir können es nicht ohne die Länder machen. Die Kompetenzen sind weg. Und ich mache eins nicht mehr. Das habe ich in 15 Jahren jetzt gelernt. Dass der Bund Gelder gibt, ohne dass er weiß, wo sie bleiben und dass sie zielgerichtet ankommen, das mache ich nicht mehr. Und jetzt haben Sie ja auch in Ihrem Schreiben, in der Zeitung was zu lesen, gesagt, wie kann man denn dann Gelder nicht hinterfragen und die Kommunen machen vor Ort all, was sie wollen. Auch das war bewusst so gewählt, dass wir gesagt haben, wir gucken uns 2011 an, wir wissen überhaupt nicht, wie viele Anträge kommen. Wir wussten aber, dass die Kommunen gesagt haben, das ist ein unheimlicher Verwaltungsaufwand. Und an dieser Stelle auch nochmal zur Erinnerung, wir wollten das so nicht. Es waren die Kommunen, die gesagt haben, das können wir besser als alle anderen. Wir haben Kommunen, da läuft es wunderbar, wir haben Kommunen, da läuft es überhaupt nicht. Und die Kommunen, die haben gesagt, wir brauchen Verwaltungsstrukturen, die nicht da sind. Und dann haben wir gesagt, gut, in 2011 dürfen die Überschüsse, die da sind, dann in den allgemeinen Haushalt fließen oder eben für den Aufbau von Verwaltungsstrukturen verwendet werden. Das ist in 2012 anders. Zum 31.03.2013 müssen die Kommunen nachbelegen und nachweisen, wie sie die Gelder verwendet haben. Und im Moment streiten wir noch darum, können wir die zurückfordern dann und anders einsetzen, wenn sie nicht so verwendet worden sind. Da sind wir noch nicht auf einer gemeinsamen Linie. Aber Verbesserungsmöglichkeiten müssen da sein. Das, was da ist, ist ein erster Schritt und ich glaube auch ein richtiger Schritt. Und das liegt natürlich auch daran, wie einzelne Gemeinden, Kommunen mit dieser Möglichkeit umgehen. Und es muss nicht bei der Schule liegen. Es muss nicht beim Jobcenter liegen. Es gibt Beispiele und ich habe hier ein Heftchen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist von der Stiftung Neue Verantwortung. Da gibt es positive Beispiele, ganz unterschiedliche Art, wie Kommunen mit dem Teilhabepaket umgehen. Einmal hat die VHS die da alles in der Hand, in der anderen Kommune die Schule. Ich denke, die Schritte sind gute Schritte, gute erste Schritte. Da stehe ich auch zu, die müssen jetzt evaluiert werden, die müssen verbessert werden, sodass wir alle noch besser, zielgerichteter, unbürokratischer, dass die Leistung bei den Kindern ankommt. Und ich glaube, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Und über alles andere muss man darüber diskutieren.